3, 2, 1. Wie soll ich dieses Video anfangen, damit du verstehst, dass das zwei richtig spannende Dividendenaktien sind, die ich heute mit dabei habe, weil die sogar über 5% Dividendenrendite ausschütten, wahnsinnig attraktiv bewertet sind, aber das, was ich dir hier immer wieder versuche mitzugeben, dass wir eben dementsprechend geduldig sein sollten, damit wir hier noch bessere Einstiegskurse bekommen. Ja, ich würde sagen, jetzt starten wir einfach direkt mit dem ersten Unternehmen rein. Es ist die DHL Group. Ich denke mal, wir brauchen jetzt gar nicht so krass erklären, was das Unternehmen macht. Ich glaube, die Deutsche Post kennt so gut wie jeder, der meinen Kanal so ein bisschen verfolgt und auch die Augen auf hat, natürlich, wenn der Postbote kommt. Das Interessante an diesem Unternehmen ist natürlich, dass die Aktie jetzt aktuell Schwierigkeiten hat, die ist ordentlich unter die Räder gekommen, aber das Unternehmen versucht sie jetzt gerade ein bisschen neu aufzustellen und vor allem versuchen die eben dementsprechend die Nettomarge wieder zu steigern. Das Interessante ist übrigens, dass die DHL Group ein indisches Unternehmen noch mit dabei hat, was, denke ich mal, gar nicht so viele wissen, und zwar das Blue Dart Express Limited. Da haben sie eine 75-prozentige Beteiligung und die ist übrigens mittlerweile 1,7 Milliarden Dollar wert. Also das darf man definitiv nicht unterschätzen, das Ganze. Und ja, durch dem, dass die Deutsche Post heißt, ist natürlich auch Government hier mit dabei investiert, also ganz normal die deutsche Regierung. Und zwar halten die insgesamt 17,4% der ausstehenden Aktien. Das ist ein Gegenwert von aktuell 8,4 Milliarden Euro. Das Schwierige ist natürlich aktuell, wie du es hier sehen kannst, die Gewinnrevisionen. Bei der DHL Group ist zurzeit ja eher schwierig das Ganze. Aber in dem ganzen Sektor ist es eigentlich relativ schwierig. Ich habe zum Beispiel vor einigen Monaten die UPS-Aktie ins Depot reingekauft und lauern natürlich hier bei der Deutschen Post dementsprechend auch darauf, diese Position mal ins Depot reinzukaufen. Hier ist übrigens Blue Dart Express Limited, das Unternehmen aus Indien, und das meine ich ja immer wieder. Ich muss jetzt nicht unbedingt in Indien suchen nach irgendwelchen spannenden Aktien oder sonstiges, weil über solche Unternehmen wie zum Beispiel die DHL Group habe gleich direkt eine Beteiligung in Indien mit dabei. Die Deutsche Post, muss man jetzt mal ganz ehrlich zugeben, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass da die Dividende im nächsten Jahr gesteigert wird, aber das stört mich überhaupt nicht, weil es überproportional schon eine hohe Dividende gibt mit aktuell 5,4%. Die letzten 10 Jahren lag nämlich der Durchschnitt bei 3,8%. Kommen wir einfach auch mal so ein bisschen zu den Ausblicken, und da muss man auch sagen, es ist, wie gesagt, aktuell eher ein bisschen schwieriger, das Ganze, weil, ja, ihr kriegt es ja alles so ein bisschen mit, weltwirtschaftlich gesehen, aber dennoch kann man hier zumindest gegenüber dem Vorjahr den Umsatz auf jeden Fall in diesem Jahr steigern, und das Jahr 2024 ist ja eigentlich schon wieder fast vorbei. Und da kann man ja schon mal direkt in die Zukunft reinschauen, ins Jahr 2025. Und da bin ich wahnsinnig gespannt, wie sich das Nettoergebnis entwickeln wird. Das sehen wir ja dann unter anderem in die Quartalszahlen, beziehungsweise wenn du dann auch immer wieder meine Videos hier anschaust. Deswegen auch gerne den Kanal abonnieren. Es kostet dich nichts. Mich freut es wahnsinnig, wenn da einfach auch ein geiles Feedback von eurer Seite kommt oder Verbesserungsvorschläge. Hier zum Beispiel sehen wir das dann Ganze über die Gewinnrevisionen. Da habe ich natürlich immer ein Auge drauf und möchte dich da auf jeden Fall immer gerne auf dem Laufenden halten, wenn ich das darf. Also das ist mir auch immer persönlich sehr, sehr wichtig. Und mir ist auch wichtig, dass ich dir einfach sage, also ich wäre ja früher selber sehr, sehr froh gewesen, wenn jemand sagt so, hey, wir haben es doch überhaupt nicht eilig, schaut euch mal den Aktienchart an. Rein theoretisch, also wenn wir jetzt mal wirklich nüchtern den Aktienchart betrachten auf die letzten 5 Jahre,
ist die Tendenz eigentlich gegeben, dass die Aktie weiterfällt, weil das Segment in diesem Sektor relativ schwierig ist. Und es ist doch gut, wenn wir noch nicht investiert sind. Das versuche ich dir hier immer wieder mitzugeben. Warum ist es gut? Weil ich für mein Geld, was ich dort dann investiere, mehr Anteile bekomme, mehr Dividende bekomme und rein theoretisch von den zukünftigen Kursperformance deutlich mehr profitiere, wenn ich die Aktie jetzt als Beispiel bei 40 Euro kaufe. Statt bei 35 Euro oder vielleicht sogar, wo so mein Wunschkurs liegt, eher Richtung 30 Euro. Also das darf gerne weiterfallen. Das nächste Unternehmen, was ich für dich mit dabei habe, ja, da müssen wir auf jeden Fall mal das ganze Thema Zollstreit anschauen, weil das Unternehmen leidet darunter. Wie meine ich das? Wir schauen uns die Diageo-Aktie an und die Diageo-Aktie hat natürlich auch dementsprechend nicht nur hochprozentige Sachen im Depot drinnen, eben auch das ganze Thema mit Brandy. Und das Problem ist, wenn es diese Zollthematik und Streits gibt, dann muss das Unternehmen auf die Nettomarge verzichten, weil die müssen ja ihre Produkte verhältnismäßig günstig gegenüber den Mitbewerbern weiterhin anbieten, damit die überhaupt diese Sachen verkauft bekommen. Und das leidet natürlich nicht nur Diageo aktuell darunter, sondern eben die ganze Branche leidet darunter. Eben auch zum Beispiel LVMH, wo wir schon besprochen haben, oder eben auch Pernod Ricard. Und Diageo wäre hier zum Beispiel ein spannender Ersatz, in Anführungsstrichen Ersatz zu Pernod Ricard. Die ist aktuell auch relativ günstig bewertet und zwar mit einem 18er KGV, nächstes Jahr oder beziehungsweise im Jahr 2026 mit einem 17er KGV. Aber, und das Problem ist auch wieder wie hier, die ganzen Gewinnrevisionen. Schaut euch mal an, wie das Ganze eben nach unten gegangen ist. Wir hätten für dieses Jahr, Anfang des Jahres, noch einen Gewinn pro Aktie von 2,36 Dollar erwartet und aktueller Gewinnerwartung liegt bei 1,67 Dollar. Und das liegt mit unter anderem auch daran, nicht nur eben das ganze Zollthematik. Verbraucher, die sind natürlich dementsprechend vorsichtiger geworden. Dafür gibt es aktuell 3,8% Dividendenrendite und die letzten 10 Jahre lag die Dividendendurchschnitt bei ca. 2,8%. Also es gibt deutlich mehr Dividende und man muss aber auch fairerweise dazu sagen, so richtig krass günstig bewertet, finde ich Diageo aktuell noch immer nicht. Woran liegt es? Natürlich an dem, dass hier der Umsatz nicht wirklich signifikant gesteigert werden kann. Man hat hier eben auch dementsprechend das Problem mit dem Nettoergebnis. Und man muss dazu sagen, die Aktie war lange, lange, lange Zeit sehr teuer bewertet, wie du hier in dem historischen KGV sehen kannst. Die Dividende lag natürlich dementsprechend immer relativ niedrig. Das ist jetzt aktuell so ein Sonderfall mit über 3,5% Dividendenrendite. Das gab es quasi wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr bei der Diageo-Aktie. Und schauen wir uns den Aktienchart an, sieht das eigentlich relativ identisch aus, wenn man mal wirklich ehrlich ist, zur Deutschen Post. Wir haben hier den 5-Jahres-Chart, wir können hier auch den 5-Jahres-Chart anmachen. Und in den letzten 5 Jahren, muss man sagen, hat man bei beiden Unternehmen noch nicht so viel verpasst. Und da heißt es auch für mich, weiterhin geduldig bleiben. Was ist jetzt meine persönliche Meinung zu diesen beiden Unternehmen? Ich muss sagen, ich finde beide Unternehmen extrem spannend. Ich habe beide Unternehmen auf der Watchliste drauf. Und wie im Video schon versucht, mehrmals zu erklären, ich versuche hier weiterhin geduldig zu bleiben, weil ich persönlich davon ausgehe, dass die Aktien das Potenzial hätten, weitere 10, vielleicht sogar 15% zu fallen. Und dann wäre das Chancen-Risiko-Verhältnis ja für mich persönlich zum Investieren deutlich, deutlich besser. Und daher bleiben wir einfach mal ein bisschen geduldig, warten wir ab und hoffen wir mal in Anführungsstrichen, dass die Aktien noch günstiger werden.